Das ab jetzt auch gut. Oh fuck. Ja. Von da aus kann ich nämlich durch den Warp Tor zurückgehen. Race of Ages, die Strecke kann man eigentlich mit jedem fahren. Metal Sonic. Nehmen wir Metal Sonic, sein Stil passt irgendwie. Turbo. Ich will diese Strecke nicht fahren. Ich will diese Strecke nicht fahren. Aber ich muss. Mehrmals. Drei, zwei, eins, los! Weißt du, welche so eine beknackte Strecke? Ich meine, es ist cool, ist nett, dass sie Tron imitiert haben, wobei das von Disney war und nicht von Sega. Die haben das Spiel auch nicht entwickelt, by the way. Man kann in allen Ecken und Enden runterfallen. Auch die Drohnen fallen runter. Auf dieser Strecke funktioniert eigentlich gar nichts. Hältst du mal auf, mir die ganzen Taler wegzuschnappen? Ich hab Shadow erwischt, immerhin. Ja, rückt man die auf die Pelle, Sonic. Gut, an der Stelle, wo wir gerade waren, da war so eine Insel in der Mitte dazwischen. Der als erstes durchfährt, entscheidet, was hier passiert. Zu was sich hier alles transformiert. Entweder wir sind wie jetzt im Flugmodus oder wir würden auf Wasser fahren. Entscheidet alles der als erstes da durchfährt. Und hier funktionieren die Drohnen ausnahmsweise mal. Wenn man sich mal umschaut, hier fliegen überall so Hologramm, Mega Drive, 32X und weiter runter. Ja, dieser Ort ist haufenweise Easter Egg für Sega. Und ich hasse diese Strecke abgrundtief. Sie sieht cool aus, versteht mich nicht falsch. Wenn ich es auch hasse, wenn ich es auch einfach hasse, dass hier alles in Blau und Rot ist. Das lässt die Strecke unfassbar eintönig wirken. Ja, ein Schwamm nach vorne ist nicht verkehrt. So, die Fahrstrecke hat sich auch ein klein wenig verändert von der ersten Runde aus. Ist aber nichts zu Wildes. Und seht ihr, da falle ich schon runter. Die Strecke ist fantastisch scheiße. Aber gut, seid mal nicht voreingenommen, ihr habt sie ja noch nicht gefahren. Meine Fresse, weißt du, aufdringlicher Sack. Naja, knatter ihre Vagina. Ups, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Jetzt haben sie das Boot gewählt. Gut, hier kann man eigentlich am meisten Boden gut machen, weil die Computerfahrer hier ein wenig verarschen können. Und dafür sind sie Barrieren, die einen veräppeln. Ich erinnere mich irgendwie an die Dinge aus Spyro 1 beim Boss Metalhead. Okay, die Drohne wird ihn wahrscheinlich sowieso nie erreichen, aber... Ah! Er hat Schneebälle benutzt und hat er schief gezielt, oder wie war das? Schieß nicht auf mich, schieß nicht auf mich. Aber ja. Oh. Ich vermeide es ja eigentlich wirklich ständig, die Drohne zu benutzen, weil... sie einfach nicht so oft treffen. So, das war gemein. Ich weiß. Musste aber sein. Gut, wie schon gesagt, auf dem Wasser veräppeln sie eigentlich so sehr. Sie machen über dem Wasser auch keine Tricks, also. Sie können hier keinen extra Boost abstauben. Keinen Turbo oder sowas. Hat mich das Ding doch noch gekriegt? Haben wir das Ding doch elektrisiert? Fuck! Oh nein, 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 nein. Runde 3.
Ah, wack. Ist dann fehlgeschlagen, macht sich. Ich bin immer noch weit genug vorne. Jetzt fahr. Nein! Blöde Kuh! Ah! Warum ist man doch so langsam, wenn man sich transformiert? Bereit machen. 3, 2, 1, los! Okay, den Turbo-Shot habe ich jetzt auch noch, aber ich habe immer noch den Superhandschuh. Eis! Langer Schuss! Oh yeah! Mit allen dreien habe ich getroffen. Ist ja wirklich fantastisch. Hier ist es übrigens ganz leicht, Leute von der Strecke zu stoßen. Versuch das nur nicht selber, also ich versuche es nicht selber. Weil bei mir schlägt es immer fehl. Feuerwerk. Zumindest wenn ich Absicht habe, einen herunterzustoßen, schlägt das fehl. Kugelfisch. Ich wollte das Ding nach vorne feuern, aber es hat sich wohl erledigt. Gut, wir fahren Boot. Und diese Level hat keine Karte, weil das ist Überforderung für die Levelkarte. Leute, Rennen auf dieser Strecke sind oder waren so frustrierend. Ich bin über die Dinger drüber hergeflogen. Nee, ey. Na, das ging schon flotter. Oh, das war gemein von mir, aber nur so konnte ich Erster werden. Ich weigere mich, bis zur letzten Runde zu warten. Dann nehme ich ja schon fast in Kauf, dass ich das mache. Wie ist der Amigo so weit nach vorne gekommen? Wahrscheinlich hat ihn jeder in Ruhe gelassen. Ja. Ich habe ihn zum Eislutz gemacht, aber ich muss irgendwie vorankommen. Sonic, Amy und Amigo sind vor mir. Und ich habe Weiß und Tails in dem Menü darauf warten, meinen Arsch zu massieren. Und so gern habe ich das eigentlich nicht. Oh fuck. Der verdammte Schwarm! Okay, Runde 2, es macht nichts, aber immerhin, jetzt muss ich nur noch Sonic überwinden. Der mit Schneebällen nach mir schmeißt. Und runterfällt. Ich glaube auch, ich werde diesen Sticker, diese Errungenschaft, dass man rückwärts guckt und dann jemanden damit abschießt, nie bekommen werde. Ja, ich habe jetzt einen Supergegenstand geschafft, damit ihn kein anderer bekommt. Es kann nämlich super nervig sein, wenn man plötzlich drei Drohnen am Arsch hat. Wisst ihr, auf dieser Strecke passiert mir das dann häufig im Online-Modus. Und dann fragt man sich, hä, ist das ein Hacker oder so etwas? Nein. Obwohl ab und zu nehme ich Online-Rennen einfach nur auf, wenn ich sie fahre, weil es dann doch Leute gibt, die hacken können. Die dann Cheats benutzen für so einen Scheiß. Und darauf stehe ich überhaupt nicht. Und der düstere Wichser an mir vorbei. Jetzt wegen Handschuh? Was soll die Scheiße? Ich brauche doch keinen Handschuh! Ah! Das kann doch nicht wahr sein. Ich bekomme die falschen Waffen, wisst ihr? Bereit machen. 3, 2, 1, los. Eis. Langer Schuss. Lalala.
Jetzt bin ich selber runtergeflogen. Aber ich habe den Handschuh gehabt. Okay, das könnte ein bisschen dauern. Möglicherweise schneide ich einfach noch zu dem Punkt, wo ich das scheiß Gegner gewinne. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das nachher beim Schneiden anstelle. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass man bei dem Hügel eigentlich hochfliegen sollte. Gut, gerade an Stellen wie diesen hier. Es gab früher in Monster Racing Transformed den Bug, dass man die Geschwindigkeit vom Turbo beibehalten hat, wenn man da kontinuierlich diese Wirbel macht. Ja, hoch, runter, links, rechts, was man halt macht, um Sachen auszuweichen und einen Risikoturbo abzustauben. Da hat man die Geschwindigkeit früher beibehalten. Auf jeden Fall konnte man sich auch durch das eine oder andere durchglitschen. An manchen Stellen, weil sie da einfach vergessen haben, unsichtbare Wände hinzusetzen. Das haben sie irgendwann rausgefiltert. Also rausgepatcht. Fand ich auch gut. Affenarsch. Dann umgeht der Shadow und macht einen Turbo. Also macht einen Hotrod. Da. Tja, so wird zum Kugelfisch. Der hat nicht viel gebracht. Ich stehe ja sowas von auf diese Waffe. Wie schnell die alle hinter mir sind. Amico hat so wenig Geschwindigkeit eigentlich. Wie kann er so flott fahren? Fick dich, Spiel. Ja, nee, ist klar. Die kriegen alle ihren All-Star. Oder war ich nicht? Man bekommt zwar nicht mehr Turbo, aber hey. So ein Mist. Hau ab, Wappen. Meinst du, es wird, dass die Computerfahrer hier überall runterfallen? Ah. Wie, die Rakete hat noch irgendwen erwischt? Was? Nein! Und dann auch an der Stelle, an der die Drohnen überhaupt nichts bringen. Aha. Getroffen habe ich nicht, er hat einen Schneeball benutzt. Klasse. Der mit seiner Chuchu, ne? Bei Chuchu Rocket. Die Mäuschen würde ich eigentlich auch gerne mal wieder in einem Sega-Spiel sehen. Ach, klasse. Natürlich sind die ganzen Westen da. Nichts soll meinen Sieg jetzt noch vereiteln! Nichts! Ah. Okay, habe ich das Rennen doch gewonnen. Ich musste doch nicht schneiden. Mann. Ereignis abgeschlossen. Meine Fresse, die Strecke ist der Horror. Controller, hör auf, verrückt zu spielen. Danach hat nämlich keiner gefragt. Wähle ein Ereignis. Wähle ein Ereignis. Hey, Turborennen. Also, was habe ich eigentlich noch vor mir?
Ja, fick dich doch, ey. Naja, wir haben ein paar Turborennen, Sprint, Turbo-Herausforderung, Kampfrennen, Jetzt normales Rennen, noch ein Ringrennen. So viel haben wir gar nicht mehr vor uns. Vielleicht meinst du das noch zu Ende. Turbo-Rennen. S-Klasse. Charakterauswahl. Na gut, ein Turbo-Rennen. Wir nehmen mal wieder einen Nackels dafür. Ausgeglichen. Weil der sich am besten eignet, haben wir ja gemerkt. Weil er sich schlichtweg am besten eignet. Bereit machen. Gut, die Strecke ist jetzt gespiegelt. Drei, zwei, eins, los. Das heißt, rechts ist links und links ist rechts. Klasse, das habe ich Ralph dabei. Seine Sprüche gehen mir so auf den Sack. Ich hab's zur Seite gedrückt, aber macht nichts, Knuckles. Krieg mal voll einen Orgasmus bei so viel Turbo. Knuckles schaut sich zwar eindeutig besser als Shadow, aber dass die Strecke jetzt gespiegelt ist, wirft mich ein bisschen aus dem Konzept. Ich kenn's zwar, aber man fährt so selten gespiegelte Strecken online. Und das mit Spiegel haben sie auch nur aus Mario Kart Wii übernommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin zwar nicht der, der Mario Kart Wii wirklich zitiert oder wirklich großartig davon redet, aber ganz eindeutig, Mario Kart hatte die Spiegelstrecken zuerst. Aber wie spät ist Sega auch mit Sonic und Sega All-Stars Racing um die Ecke gekommen? Ups. Nein. Das solltest du überhaupt nicht, Knuckles. Mann. Ups. Doofer Dinosaurier. Ich frage mich sowieso, was alle mit Dinosauriern haben. Ich war eine Zeit lang auch scharf auf Dinosaurier und allen Scheiß. Irgendwann war mir da zu langweilig. Na gut, Spielgeschränke sind jetzt nichts Schlechtes, um Himmels Willen. Wir sind eigentlich ein guter Weg, um die Spielzeiten ein bisschen zu verlängern, weil selbst wenn sie gespiegelt sind, sehen sie trotzdem irgendwo doch ein bisschen neu aus. Und wenn man dahin guckt, wo man auf die normalen Strecken hinguckt, dann sieht man auch mal ein paar neue Sachen. Ist mir gerade passiert. Ich habe nie nach links zum Lavasee geguckt und da der jetzt rechts ist, weil ich sonst auch immer rechts hingucke an der Stelle. Heilige Scheiße. Ja. Deswegen sind gespiegelte Strecken manchmal ein bisschen schwer. Jetzt gehen wir nach unten. Der. Ja. Na, so weit vorne sind die anderen gar nicht. Jetzt habe ich dann einen Winter vor mir. Ach, scheiße, ich krieg das glaube ich nicht hin. So nicht. Deine Mutter ist fehlgeschlagen, aber ja, das gewinne ich nicht mehr. Da alle Turbo haben und keiner hier Waffen hat.